Der ist nominiert. Der Mannsmaulwurf ist nominiert. Der Flatti ist nominiert. Und der Natururin sind nominiert. Ne, Natururin, schon wieder dran. Heute eine neue Schalienge. Diesmal eine S-Schalienge. Das heißt nicht Challenge, sondern Schalienge. Und zwar hier, kennt ihr Ramses der Dicke? Der hat mich nominiert, diese Nudeln hier zu probieren. Das sollten die schärfsten Nudeln der Welt sein. Diese Samyang, hier Samyang, zweimal Spezi oder wie das heißt. Diese Instant-Nudeln mit dieser scharfen Soße. Und er wollte unbedingt, dass ich mich dieser Herausforderung stelle. Und er hat mir per Post dann das hier zugesendet. Diese Nudeln, damit ich das fräsen kann. Probieren kann, ob ich das schaffe. Und ich bin mir sehr unsicher, ob ich das schaffe, weil ich bin überhaupt gar kein Scharfesser. Und deswegen bin ich da sehr ungeübt drin. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich total abquälen. So, als Vorbereitung habe ich hier auf meinen Tisch eine Schüssel mit Wasser, den ich gleich auf mein Herd draufstelle, um diese Nudeln, die hier drin sind, zu kochen. Dann habe ich hier eine Tasse, worin ich meine provisorische Filmleuchte draufstellen tue, damit ihr mich besser angucken könnt. Dann habe ich hier Taschentücher zum Händewaschen. Und hier habe ich ein Glas Milch. Und zur eigenen Sicherheit, weil Milch sollte das Brennen in der Fresse löschen. Und ich bin ja so ungeübt, was scharfe Gerichte angeht, habe ich hier noch mehr Milch. Hier, zum Saufen. so sieht meine Vorbereitung aus. So, als erstes öffne ich diese Samyang-Verpackung. Und schmeiße dann diese Samyang-Nudeln hier rein. und hier sind diese, wie heißt das nochmal? Diese Soße und Pulver und was das ist. Also das, was scharf macht. Diese scharfe Soße oder und von Samyang. So, und jetzt erstmal diese hier diese Samyang-Nudeln kochen. Solange Nudeln noch nicht fertig sind und ich mit der Fressenverbrennung noch nicht starten kann, wollte ich mich hier an Dennis R., Gregor W., Jan E. und Martin S. Für den Support bedanken. Und irgendjemand hat mir über die Amazon-Wunschliste das hier mitbestellt. Hier, Heideblütentee, das ist natürliches Antidepressivum. Das wollte ich ausprobieren. Das habe ich doch nicht ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wer es mitbestellt hat, aber vielen Dank. Ne, guck mal, hier, Wasser kocht. Und hier, weil wegen Wasser kocht und die Nudeln langsam weich werden, kann man das erstmal ausstellen. Und dann gleich Fressenverbrennung Start kommt. So, jetzt diese Nudeln hier rein machen, damit dieser Wasser verschwindet. Ich jetzt diese Nudeln wieder hier rein machen. So, und jetzt diese Nudeln hier auf diesen Teller drauf machen. So, die Nudeln sind fertig. Und jetzt diese zwei Zutaten, damit diese Nudeln hier scharf werden, auf die Nudeln draufkippen. So, das hier ist jetzt, diese Packung ist jetzt leer. Und jetzt diese Körner. für noch mehr scharf kommt. Auch drauf kippen.
diese Gewürzzubereitung. So, diese Tüte ist hier auch leer. Und jetzt nehme ich diesen Gabel hier und rühre das um, damit alles gleichmäßig ist. Ich bin sehr gespannt drauf, wie stark gleich meine Fresse brennt. Weil ich auch noch so ungeübt bin, was scharfe Gerichte angeht. So, ich habe jetzt die Nudeln umgerührt und jetzt, weil ich diese Nudeln umgerührt habe, wie heißt das doch mal, schärfste Nudeln, aufessen, Herausforderung, Start kommt. Oh. Oh ja, scharf. Oh, nee, ey. Zu scharf. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Oh nee, schaffe ich nicht.
Oh. Oh, nee, schaffe ich nicht. Oh. Ich gebe auf. Ich bin sehr enttäuscht von mir, dass ich hier, dass so viel noch übergeblieben ist und dass ich nur so wenig geschafft habe. Mit danach einen absoluten Scharfschock bekommen habe. Das brennt alles. Bei allem Respekt, wer das geschafft hat, aber ich schaff das nicht. So, es ist ungefähr 20 Minuten vergangen und es brennt immer noch. Und obwohl ich hier meine Hände und meine Lippen total gewaschen habe, habe ich hier überall so eine roten Stellen. Ich weiß auch nicht, wovor das kommt. Das fühlt sich so leicht geschwollen an irgendwie. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das daran liegt, dass mein Körper einfach so empfindlich gegenüber scharfen Sachen reagiert. An die mitgemacht haben, habt ihr auch irgendwie sowas an den Lippen gehabt? Dass die sich so etwas aufschwellen? Mal gucken, ob dieses Geschwollene demnächst gleich weggeht. Und keine Ahnung, ich fühle mich auch irgendwie so ein bisschen vernebelt und angeklatscht. So, keine Ahnung, als ob ich so ein bisschen krank wäre. So, es ist eine Stunde vergangen und mir geht's jetzt schon wieder besser. Und diese Schwellung hier in den Lippen ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Dieses Rote, was ja in den Lippen waren. Weiß auch nicht, warum ich so eine Reaktion bekommen habe. Lippen. Das kenne ich von mir auch selber noch gar nicht. Ja, war eine interessante Erfahrung gewesen, aber schade, dass ich das nicht geschafft habe und nur so wenig geschafft habe. Vielen Dank an dich, Ramses der Dicke, dass du mir dieses Paket zugesendet hattest mit diesen Nudeln drin. Mir fällt gerade auf, ich habe absolut keine Ahnung, wer ich nominieren soll. Diese Herausforderung auch zu machen. Aber für den Fall, falls jemand von euch irgendwie diese Herausforderung probieren möchte, ich habe unten in dieser Scheißbeschreibung den Link reingepackt zu diesen schärfsten Nudeln der Welt. Wenn sich jemand von euch diese Herausforderung stellen möchte, lasst es mich unten in diesen Kommentaren wissen. Da bin ich sehr gespannt drauf, da kann ich mir das angucken. So, das war interessant gewesen und scharf und leider für mich nicht schaffbar. Ich werde gleich ein Käsebrot fressen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.